Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und die Weeple Challenge Kalender Woche 10 läuft. Wir fahren mit Captain Bryce 277 in der IS-7 einen, ja, klassischen Stufe 10 Panzer, schwer russisch, zwei Gunmarks drauf und eine typische russische Kanone, 100, nee, nicht typisch, 130mm hat er drauf, genau. Bei 250 Durchschlag, 490 Schaden ist nicht unbedingt die stärkste Kanone, was den Durchschlag angeht. Aber wir haben Premium dabei mit 303 Durchschlag, der reicht fast für alles. Und auf HE 640 Schaden bei 68 Durchschlag. Jo, wir haben zwei Repair-Kits, einmal das große und das kleine. Und dafür verzichten wir auf den Feuerlöscher. Macht auf jeden Fall Sinn. Noch dazu kann man natürlich hier Reparatur-Skillen, was beim schweren Panzer immer Sinn macht. Mit Ausnahme vielleicht AMX 50B muss das nicht unbedingt sein als erstes, aber im Grunde ist beim schweren Panzer als allererstes Reparatur zu skillen, dann Waffenbrüder und dann weitere Gunhandlings, um den beim Nahkampf ein bisschen stärker zu machen. Jo, Himmelsdorf, typische Karte für schwere Panzer, gerade für Russen-Heavies macht es ja Sinn, denn die können sich hervorragend anwinkeln. Die ist 7. Hat zwar eine Delta-Panzerung, trotzdem zum Anwinkeln noch halbwegs vernünftig geeignet. Das kann man nicht von jedem behaupten. Gibt es Panzer, die können das nicht, zum Beispiel der Brite da hinten. Und auch das 277 ist nicht unbedingt in der Lage, hier gut sich anzuwinkeln. Wenn es nur den Turm zeigen kann, ist okay. Ansonsten wird es schwierig. Wir kriegen HE vom E100. Wir kriegen HE von der Badger 5558. Und wir werden aus der Flanke beschossen, weil auf der rechten Seite keiner hingefahren ist. Bah, da kriege ich immer den Hass. Wenn die Leute nicht auf die Reihe bekommen, wenigstens die Flanke zu decken. Und der Gegner sofort durchdrücken kann. Da verlieren wir gleich als erstes hier die Heavy-Gasse. Denn der 277 wird das dann nicht lange halten. Der wird gleich aus der Flanke weiter beschossen werden. Das ist nicht so toll. Wie sollte sich nach vorne und zur Seite wehren? Das schafft kein Panzer. Auch nicht der 277, der wirklich stark ist, der aber halt eher von seiner Mobilität lebt. Ich würde den FV nach hinten ziehen, Digga. Du bist dann nicht gut. Du stehst da extrem schlecht. Wie gesagt, genau sie kann nur nicht, ist halt ein Russe. Aber das alles ist sehr robust gebaut. Ja, Zaranjan, da kriegen wir schon mal eine drauf. Sheridan kommt durch. Da steht jemand auf, da liegt jemand auf der Seite, unser Radpanzer. 239 HP hat er noch. Und damit ist der Jagdpanzer abgelenkt. Meine Güte, hey. Auf Startkarten sind die Radpanzer extrem schwer zu fahren. Jawohl, 523 Schaden am E100. Oben am Turm, Weakspot. Kommen wir locker durch. EBR steht wieder. 277 vom Gegner. Fängt sich da einer ein von uns? Ja, die Hinterseite muss ein anderer decken. Das 277 werden wir gleich los sein. Hat noch 190 HP. Und da ist es raus. Rausgenommen vom Stritzwagen 103B. Okay. 3:3 steht's. Gegner macht ordentlich Druck. Und wir nehmen dem 277 da das Leben. So muss das sein. 2587 Schaden ausgeteilt. 1870 Schaden geblockt. Also sagen Uldi, aber ist nicht so schlecht, die Kiste. Schuss abwarten. Abgeprallt, bisschen mehr einzielen. Ich glaube, das ist ganz leicht an die Seite gegangen. 4:4 steht's, da kommt es nicht durch. Dahinter steht noch ein E100. Oh, schade. Können wir leider nur Premium schießen. Alles andere macht keinen Sinn. E100 rausgenommen von Super Conqueror. Gegner inzwischen eingekreist, von der anderen Seite von uns umfahren worden. Da war nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem haben wir dem TVP da den Rest gegeben. Kill Nummer 2, 2916 Schaden ausgeteilt. 1870 haben wir geblockt. T57 hier wieder allein. Wir geben dem 113er 502 vorn durch die untere Wanne. Okay, damit war zu rechnen. Die Grille holt sich unseren FV.
und kann sich da zurückziehen. Sheridan von unserem Leben legt sich jetzt mit dem EBR an. Oh, die Hinterseite von dem 113er Turm. Die ist natürlich ganz leicht zu penetrieren. Hm. 8:8, das Ding ist ja noch nicht entschieden. Super Conqueror, AMX, kommt da nochmal durch. 113er, nochmal von hinten. Ne, den kriegt der Super Conqueror von hinten. Wunderbar, Progetto holt sich 553 ab und schießt uns in die Panzerung. Wir sind bei 2230 Schaden, den wir gepanzert haben. Meine Güte, ich müsste mal trinken. Stritzwagen S1, kein One-Shot. Grille schon. Wenn wir es richtig anstellen, 14 HP bleiben stehen. Na toll. AMX 1305 gibt uns 383 Rammen. Mit Rammen wärst du auf jeden Fall weit gekommen. So müssen wir uns da einen Schuss rausquälen. Und müssen jetzt warten, bis wir wieder schießen können. Grille 15 holt sich unseren Progetto 65. Meine Güte, was denn los mit mir heute? Gibt's ja nicht. Super Conqueror rechts, Grille links. Welchen Schuss wollen wir uns fressen? Da schenkt man einen, aber nur in die Kette. Verdammte Axt. AMX 50B holt sich die Grille. Der ist drin. Jawohl. 39 Schaden zwar nur, aber das war der Kill. Der Gegner noch mit einem Medium, mit einem Aufklärer, AMX 1305 und mit einem Artilleriechen. Wir haben noch zwei schwere Panzer. In der Stadt auf jeden Fall ein bisschen besser. Auch wenn Mobilität zählt, in der Stadt ist die nicht so vorrangig. Und wie lange lädt der AMX noch nach? 27 Sekunden, dürfte nicht mehr ganz so viel sein. Progetto 65, kein One-Shot für uns. ...160 lassen wir übrig. 467 Schaden ausgeteilt. Low Roll. Ja, hat sich da versteckt, die kleine Sau. Rache ist Blutwurst. Wo schickt man rum? Da schickt man rum. So, Tote sterben, auch für den Progetto 65. Fehlt noch eine Arti und ein AMX 1305. Wenn so wenig Panzer übrig sind, kann man mit dem Light auch ein bisschen was reißen. Allerdings müsste er bei dir schon ordentlich Schaden machen. Hat zwar 390 Alpha-Schaden, aber nur 3 Schuss im Magazin. Und dann muss jeder Schuss wirklich sitzen, damit er dich da wirklich rausnehmen kann. Glaube ich eher nicht, dass es so einfach ist. Die alte E7 ist zwar nicht mehr in der Meta unbedingt. Also auf jeden Fall noch gut. Es gibt Panzer, die deutlich schlechter sind. Im schweren Bereich finde ich die Maus zum Beispiel extrem schwach. Ich finde auch den E100 nicht besonders gut. Ja, die Deutschen haben da leider Nachholbedarf. Aber da dürfen wir natürlich nicht erwarten, dass da irgendwas passiert. 1305 ist raus. AMX hatten sich geholt. Und wir holen jetzt wahrscheinlich noch die Artillerie. Aktuell haben wir 5 Kills. 6123 Schaden gemacht. 2230 Schaden geblockt. Nichts aufgeklärt. Und wir holen uns gleich noch den Franzosen. Der ist allerdings schnell, ne? Von dem ist nicht zu erwarten, dass der irgendwo wartet auf uns. Das ist echt ein mobiles Gerät. Für eine Artillerie extrem stark. So wie alle Franzosen-Artis. Ne? Ab Stufe 7 sind die echt flink. So, wo steht er? Oder wo fährt er? Je nachdem. Gar nicht mal so langsam. Fährt fast ein 50er. Die Briten kommen da nicht mit. Die fahren so um die 35, 38. Natürlich ein ganzes Stückchen schneller als die 277. Objekt 277. Macht noch ein bisschen mehr Spaß. Hat dafür eine schlechtere Wanne. Und eine bessere Kanone, muss man auch sagen. Ah, da ist sie offen. Und wir sind ebenfalls offen. Ist aber egal, denn die Artillerie ist One-Shot. Hat sich da versucht einzuigeln, am Ende war's das. Kill Nummer 6. 6613 Schaden ausgeteilt, 2230 geblockt und nichts aufgeklärt. Gute Runde, wir gucken mal, was die Auswertung sagt.
Fettes Victory auf jeden Fall. Auf der rechten Seite ist eine Top Gun, ein High Kaliber und eine Stahlwand, 51 von den Anleihen für drei Medaillen, ein bisschen Gedöns. Ein M gibt es auch dafür, 1342 Basis-XP geholt und wie gesagt 6 Kills, 21 Schüsse abgefeuert, 20 haben wir drauf und 16 durchschlagen. Wir sind mit 7700 plus, ist aber egal, die Runde war ja geil. Knapp 3 Kilometer gefahren und das Ganze in etwas mehr als 9 Minuten fein gespielt. Richtig gute Runde. Vielen Dank, Captain Price, fürs Einsenden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst ihr genau Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.